Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge stelle ich euch wieder mein neues Team für die Weekend League vor. Aber diesmal ist das ein bisschen anders als normalerweise. Das merkt ihr alleine schon daran, wann das Video jetzt hier rauskommt, nämlich nach der Weekend League. Und den Grund dafür, den kennt ihr, wenn ihr mir auf Twitter folgt, denn dort habe ich es schon gepostet. Ich war einfach die letzten Tage krank. Lag flach im Bett, konnte nicht aufzeichnen und das war sehr schade, denn ich hatte richtig Bock auf dieses Team, was ich euch jetzt gleich zeige. Ich wollte es euch unbedingt zeigen, weil ich es sehr cool zusammengestellt finde und ich hatte richtig Bock, damit auch in der Weekend League zu spielen. Das war erstmal in dieser Art und Weise nicht möglich. Dennoch habe ich aber jetzt immer noch richtig Bock, euch das Team zu zeigen und damit zu spielen. Und wir haben jetzt hier gerade Sonntagnachmittag. Mir geht es soweit wieder besser. Ein großer Teil der Beschwerden sind weg, werde ich gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Aber zunächst mal jetzt gleich hier das Team im Vordergrund. Und ich habe ja schon gesagt, ein paar Sachen sind anders. Nämlich, ich habe natürlich jetzt auch schon ein paar Spiele in der Weekend League gemacht. Ich stehe gerade bei 15 zu 2. Das heißt, das Matchmaking ist auch schon ein bisschen knackiger als normalerweise, wenn ich dann gerade in die Weekend League starte. Ich hoffe, ich scheitere nicht an dieser Herausforderung. Nun gut, wir fangen an mit dem Team und ich habe einfach Lust auf dieses Team. Ich fand das einfach so gut zusammengestellt und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und zunächst einmal fange ich natürlich kurz an mit einem Blick zurück auf das letzte Team oder auf die Spieler, die verbleibend sind. Denn ihr seht, es sind eigentlich nur 4 neue Spieler jetzt auch in der Startelf drinne. Und ich möchte natürlich kurz nochmal über die Spieler reden, die ich jetzt zuletzt gespielt habe. Einmal mit Ballack, der jetzt hier weiterhin noch dabei ist. Den finde ich inzwischen einfach sehr gut. Also er ist defensiv sehr gut, er kann offensiv Akzente setzen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er hat auch sehr gute Torbeteiligungsquoten aus dem Mittelfeld. Also ich finde das immer noch wahnsinnig. In 85 Spielen 44 Torvorlagen. Das ist wirklich herausragend. Er macht auch hier und da mal ein Tor. Er schießt mal eine Elfmeter. Ich habe gerade aktuell im 4-4-2 bei ihm als Anweisung nach vorn orientieren. Das hilft natürlich auch, dass er nochmal weiter mit nach vorne reingeht und sich beteiligt und dann häufiger nochmal an einem Tor beteiligt ist. Aber ich hatte den Eindruck, dass er diese hohe Torvorlagenquote auch schon vorher hatte. Dann auf dem Flügel John Barnes, den habe ich ja auch schon das letzte Mal gelobt und mich hat er in der Weekend League auch komplett überzeugt. Ich finde, ihm auf den Flügel ist eigentlich genau das, was man braucht. Ich muss jetzt sagen, was ich jetzt für Spieler hier im Team habe, die lassen ihn vielleicht noch ein bisschen alt aussehen. Im Vergleich zu normalerweise kann ich auch jetzt übrigens schon viel mehr über die Spieler sagen, die ich jetzt hier einbaue, weil ich sie jetzt schon auch viel gespielt habe. Aber John Barnes hat mir auf dem Flügel wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auf der anderen Seite Atal gespielt. Der ist gegen John Barnes komplett untergegangen. Also kann ich nur empfehlen. Ich finde, er ist sogar noch mal weiter im Preis runtergegangen. Ich habe ihn für 925.000 gekauft. Gerade kriegt man den auch immer mal wieder für 880.000 oder sowas. Und er liefert das, was man auf dem Flügel braucht. Wenn man einen Ikonenlink braucht, ist er, finde ich, wirklich eine Top-Besetzung. Also wirklich kann ich in der Hinsicht sehr, sehr empfehlen. Dann will ich noch ganz kurz etwas zu PT sagen. PT Moments, den habe ich ja jetzt 2 Weekend Leagues lang gespielt. Und es kam noch mal die Nachfrage, ob ich noch mal ein bisschen was zu ihm sagen kann. Ich habe ihn jetzt in dieser 2. Weekend League durchgängig mit Engine gespielt. In meinem Review habe ich ja gesagt, man sollte ihn mit Shadow spielen. Ich habe keinen guten Zeitpunkt gefunden, um PT zu verkaufen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich habe da ein bisschen Verlust mitgenommen, aber das ist nun mal so. Und ich habe ihn mit Engine dann noch mal eine Weekend League gespielt. Und ich fand ihn wieder sehr gut. Also man kann ihn wirklich gut spielen. Er hat mir auch offensiv ein bisschen besser gefallen. Und ich glaube jetzt auch, wo vielleicht das Overall Ball Side, dieses Überzahl Ballbesitz Seite nicht mehr ganz so stark ist und nicht mehr so nicht bei jedem gespielt wird, ist es vielleicht auch wieder nochmal mehr das Spiel noch von PT. Und ich fand, also PT hat einen guten Job gemacht. Wenn ihr einen defensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler braucht, der aber auch Box-to-Box spielen kann, ist PT wirklich eine gute Wahl für Icon Swaps 3. Das kann ich nur noch mal so unterstreichen, aber das ist nichts großartiges anderes, als was ich im Review gesagt habe. Und deswegen, ja, da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. So, und jetzt kommen wir zu meinem Starspieler, den ich das letzte Mal groß vorgestellt habe, Mbappé Birthday, und diese Karte ist ein Genuss. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Punkt. Ich würde euch gerne die Stats zeigen. Ist aber nicht in dem Maße möglich. Ihr seht auch, ich habe einen neuen Mbappé. Da gibt es einen guten Grund für.
Nämlich, dass ich den, das ist einfach, weiß ich nicht, wie das schon wieder passiert ist. Ich habe nämlich den ersten Birthday Mbappé, den ich hatte, für 4,74 Millionen gekauft. Und dann ist der jetzt einfach zuletzt für, ich glaube, 6,5 Millionen weggegangen. Und sein aktueller Marktpreis ist eigentlich so bei 5,4 bis 5,5 Millionen. Da hat wieder jemand eine Million zu viel bezahlt. Und dadurch ist er weggegangen. Ne? Damit habe ich natürlich nicht so das Problem. Dann kaufe ich ihn mir nämlich neu. Das habe ich dann gemacht. Und ganz kurz, ich habe mir noch mal aufgerufen, denn ich habe das auch getwittert. Der erste Mbappé, den ich hatte, der hat in 48 Spielen 73 Tore gemacht und 18 Torvorlagen. Das war einfach ein Genuss, mit dem die letzte Weekend League zu spielen. Und auch jetzt habe ich ihn mir dann halt nachgekauft. Und in 12 Spielen hat er 16 Tore und 10 Torvorlagen. Also das ist, der spielt sich einfach wirklich extrem gut. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich mir den Toti hole, um diesen Vergleich zu haben. Ich bin aber der Meinung, also der ist ja auch extrem im Preis gestiegen. Ich habe den für 4,7 Millionen gekauft. Zwischendurch war er dann bei 5,8 Millionen. Das war schon einfach der Wahnsinn, weil die Leute einfach gemerkt haben, wow, 5 Sterne Weak Foot, 5 Sterne Skills. Also vor allem diese 5 Sterne Weak Foot im Vergleich zum Toti ist einfach so, so, so gut. Und ich weiß es nicht, ob er besser ist als der Toti. Ich weiß es nicht, ob man mehr bezahlen sollte als für ihn, für den Toti. Ich weiß aber für mich persönlich, dass ich 5 Sterne Weak Foot so extrem wichtig finde, dass es für mich, glaube ich, wirklich auch sinnvoll ist. Und ich habe ihn ja gespielt für 4, also als nochmal deutlich günstiger war als der Toti. Und ich habe einfach für mich gemerkt, er ist einfach so genau so, wie ich ihn brauche. Diese Beidfüßigkeit ist für mich einfach ein Genuss. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, wieder den Birthday zu kaufen. Gut, das ist jetzt quasi das Überbleibsel oder das, worum ich jetzt mein Team neu gebaut habe. Ich wollte die Schwachstellen, die ich identifiziert habe, jetzt nochmal gezielt ausverbessern und ausmerzen. Es gab ja jetzt auch neue Möglichkeiten. Und hier mal ganz kurz und schmerzlos die Rechtsverteidigerposition, nämlich Danny da Costa ist einfach seit letztem Jahr irgendwie so der Bundesliga-Rechtsverteidiger, hat schon letztes Jahr zum Team of the Season so eine geile Karte bekommen. Und ich finde, diese Karte auch wieder sieht von den Werten so gut aus. Kann man nichts so groß gegen sagen. Er passt gut in mein Team hinein. Er hat so da reingepasst und deswegen habe ich den mitgenommen. Ich finde, er ist natürlich auch nicht so teuer mit 200.000. Ganz kurz eins vorweg. EA hat mich und wahrscheinlich auch viele von euch richtig hops genommen, indem sie jetzt einfach nochmal beide Teams von Foot Birthday in die Packs gepackt haben. Ich habe diese Spieler, die ihr jetzt hier seht, die weiter dazukommen werden, habe ich im Laufe der Woche, Dienstag, Mittwoch, sowas um den Dreh gekauft, Mittwoch war es, glaube ich, mit dem Plan, ne, dass die natürlich out of Packs sind und dann wären das eigentlich gute Preise gewesen. EA hat mich komplett hops genommen, hat sie nochmal in die Packs reingepackt und dadurch sind natürlich die Preise weiter in den Keller gegangen, wo jetzt so viele gute Spieler in den Packs drin sind, das ist klar. Aber das ist halt nicht so, dafür habe ich dann halt einen Mbappé für 1 Million zu viel verkauft. So gleicht sie sich halt irgendwo ein bisschen aus. Und einer der Gründe, ich wollte eigentlich Doppelspitze, zwei Spieler vorne im Sturm, Mbappé, 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot und daneben auch einen Stürmer mit 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot spielen. Mache ich auch. Aber ich wollte eigentlich Saint-Maximin spielen. Der ist aber im Verlauf dieser Woche so stark im Preis gestiegen. Der war eigentlich Sonntagnachmittag bei 1,35 Millionen und ist dann 1,4, 1,5. Ist wirklich eins immer weiter gestiegen und dann habe ich gesagt, nee, sehe ich nicht ein. Ich habe auch andere Optionen, die man mit 5-5 vorne in den Sturm reinstellen kann und ich wollte dann, das kann ich ja einfach mal hier hin so stellen oder reinstellen, habe ich mir Di Maria geholt, weil ich gedacht habe, ich finde ein super Timing, um Di Maria günstig zu kaufen, habe vielleicht die Option, dass ich da den Preisanstieg wieder mitnehme, aber das hat jetzt nicht funktioniert, weil ich habe ihn für 950.000 gekauft, der steht teilweise bei 850.000. Ist nun mal so. Aber was ihr auch seht, ich spiele ihn gerade im Sturm. 22 Spiele, 25 Tore, 11 Torvorlagen. Da braucht man sich nicht zu beschweren. Das ist auch sehr, sehr stark. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Jetzt aber, wir kommen zu dem kleinen Twist, wo jetzt Saint-Maximin wieder in den Packs ist, bin ich gerade im Überlegen. Und deswegen seht ihr jetzt hier auch gerade auf meiner Beobachtungsliste, wie diese Zahl hier immer nach oben geht, dass da was passiert ist. Ich beobachte jetzt gerade Saint-Maximin, weil ich habe gerade die Münzen. Ob ich ihn einfach mal jetzt auch nochmal ausprobiere,
in dieser Weekend League im Sturm zu spielen, um einen Vergleich zu haben zu Di Maria. Und er kostet gerade so knapp unter 1,5 Millionen. Und ich bin überlegen, ob ich ihn jetzt einfach auch hier mal mitnehme. Und deswegen stelle ich mir die hier auf die Beobachtungsliste und probiere dann hier quasi einen von denen mitzunehmen. Ist so eine Option. Ich habe mir ein Team gebaut, wo ich ohne große Umstellung ihn auch reinspielen oder reinstellen kann, ohne dass jetzt groß viele Spieler off-Chemistry sind. Aber das nur so am Rande. Es soll eigentlich natürlich um das Team gehen, was ich bis jetzt gespielt habe. Und das ist mit Di Maria und Mbappé im Sturm. Und jetzt habe ich einen weiteren Spieler, den ich im Sturm spielen könnte. Und ich will das eigentlich auch noch ausprobieren. Und ich habe das ja angekündigt. Nämlich einen weiteren Spieler, der 5-5 hat, den man, wie gesagt, auch im Sturm spielen kann. Nämlich Rashford. Das ist eine wirklich sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich habe immer hin und her überlegt, Rashford, Di Maria, Saint-Maximin, wer ist der beste Sturmpartner neben Mbappé? Und dann habe ich mich hier für Rashford entschieden, Di Maria. Ich hatte eigentlich ein Team gebaut mit Rashford, Mbappé und Saint-Maximin, habe es dann jetzt so gebaut. Und Rashford spielt jetzt aber auf dem Flügel, weil ich finde, Di Maria ist, glaube ich, noch ein Ticken besser im Sturm. Und ich glaube, Rashford ist ein bisschen besser auf dem Flügel. Einer der Gründe ist unter anderem auch die hohe defensive Arbeitsrate von Rashford. Und eins kann ich schon mal sagen, Rashford hat bis jetzt auf dem Flügel sehr gute Spiele gemacht. 22 Spiele, 7 Tore und 10 Torvorlagen, 17 Torbeteiligungen in 22 Spielen ist für mich auf dem Flügel eine sehr gute Quote. Barnes im Vergleich dazu scheißt diese Weekend League ein bisschen ab. Ist aber einfach manchmal so, keine Ahnung. Und Rashford regelt schon sehr gut auf dem Flügel. Er ist sehr schnell, hat ein solides Schießen mit Engine, sehr gute Dribbling-Werte, ein gutes oder ein passend was okayes und vor allem eine ganz okaye Physis. Okaye Physis. Okay ist auch so ein Wort, ne? Aber gute Ausdauer, 80 Stärke, das ist schon in Ordnung. Und er macht da bis jetzt auf dem Flügel einen sehr guten Job. Und deswegen habe ich bis jetzt, ich will das erst nochmal weiter so testen und ich werde auch nochmal, glaube ich, Rashford irgendwann in den Flügel stellen, in den Sturm stellen, aber da muss ich nochmal andere Chemistry-Styles auspacken, nämlich bei ihm Sniper wahrscheinlich. Und dann ist jetzt die letzte Option oder die letzte Position ein Spieler und jetzt ist die Frage, wen habe ich denn da? Ich habe einfach Lust gehabt, das Team gezielt zu verstärken und das habe ich mit einem Spieler, mit dem ich immer wieder auf dem Schirm hatte, nicht Team of the Year Cristiano Ronaldo, das wäre nämlich ein bisschen viel Offensive, sondern ein Spieler, den ich immer wieder auch empfohlen bekomme oder der immer wieder empfohlen wird, nämlich Team of the Year Kanté. Ja, ich glaube, zu ihm braucht man nicht viel zu sagen. Das ist eine sensationelle Karte und er ist zuletzt ja nicht sonderlich, finde ich, interessant vom Preis her gewesen, aber ihr seht das ja, ÖV läuft so gut, das kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Das muss ich auch mal irgendwann alles mal löschen. Ich muss mal wieder einen Platz machen hier. ÖV in den letzten Tagen lief einfach gut. Also alle Deals, die ihr hier gerade seht, neben dem Millionen-Deal von Mbappé, hier in Koulibaly für damals 40.000, 50.000 zu viel, Sterling für, also alles hier, was ihr gerade seht, so 50.000 zu viel. Pepe ist viermal weggegangen für 40.000, 50.000 zu viel. Marquinhos für 30.000, 40.000 zu viel. Sancho für 30.000, 40.000 zu viel. Ne, es geht hier so weiter. Das sind alles kleinere Deals, die alle ein bisschen zu viel weggegangen sind. Und das ist, läuft einfach gut. Die kann ich dann auch mal hier dann rausnehmen. Dadurch kann ich mir dann auch einfach mal sagen, ich gönne mir den Luxus und nehme mir so einen Kanté jetzt hier mit. Das habe ich gemacht. Und dadurch habe ich dann eine Doppel-6 mit Ballack, Kanté. Beide defensiv und offensiv sehr stark. Flügel, Barnes und Rashford. Das englische die englische Flügelzange quasi. Und dann vorne im Sturm Mbappé und Di Maria, beide 5-5. Das ist einfach ein Genuss. Und deswegen hatte ich auch so viel Bock, euch dieses Team zu zeigen. So viel Bock, mit diesem Team zu spielen. Hier seht ihr es nochmal in-game. Und damit gehen wir jetzt dann auch rein. Ich wechsle noch ganz kurz zu dem richtigen Main-Team. Main. Hier. Und dann wechsle ich noch kurz die Szene. Und dann suche ich mir hier den Gegner in Division Rivals, nicht in Division Rivals, in der Weekend League. Yo, 15-2. Ich habe die erste Niederlage, glaube ich, im dritten Spiel mir abgeholt. Ich muss nur kurz gucken. Ja, Fitness geht gut. Im dritten Spiel, ich habe das zweite oder das dritte Spiel verloren. Das war am Freitagabend. Da habe ich mich schon ein bisschen besser gefühlt und habe gedacht, komm, machst du mal so 5 Spiele oder sowas, je nachdem, wie du dich fühlst. Und habe dann direkt das dritte Spiel verloren. War ein bisschen ärgerlich.
Ich habe auch, glaube ich, habe 4-3 verloren und der Gegner hat vier Schüsse gemacht, vier Schüsse aufs Tor, vier Schüsse ins Tor. War nicht verdient, aber so ist es normal. Und zuletzt auch die zweite Niederlage mit 5-3 oder sowas und auch da fünf Schüsse vom Gegner, fünf Schüsse aufs Tor, fünf ins Tor. Aber es ist nun mal so, ich meine, ich habe vor allem am Freitag, war ich da noch nicht ganz auf der Höhe und dann war auch die Weekend League schon wieder gegessen. Nun gut, deswegen, wenn das jetzt hier nichts wird, dann ist das auch nicht so schlimm. Fühle mich jetzt eigentlich wieder soweit geistig ganz gut auf der Höhe. Aber mal schauen, wie es jetzt hier läuft. Ich fokussiere mich erstmal aufs Spiel und dann würde ich nochmal vielleicht kurz drüber reden, was ich eigentlich hatte. Weil wenn man jetzt zur Zeit krank ist und mal so auf einmal dann irgendwie Fieber und sowas hat, kann ich ja schon mal sagen, ich hatte Fieber. Finde ich auch bemerkenswert, wenn man so Fieber hat, was das bedeutet, nämlich, dass man total benebelt ist. Also ich bin dann total neben der Spur. So mit Fieber geht echt bei mir nicht viel. Also ich kassiere jetzt gleich auch erstmal hier. Und was wollte ich sagen? Ja, wenn man jetzt so solche Symptome hat, ne, dann macht man sich schon direkt irgendwie Gedanken. Ist das jetzt Corona? Oder was ist hier gerade los? Ich weiß es auch nicht, ob ich Corona hatte. Ich denke eigentlich eher nicht, aber wer weiß das schon. Das war eine sehr schlechte Schusstäuschung. Aber das ist schon brutal mit den beiden Spielern da vorne drinne. Das war wichtig von Zakaria. Wie gesagt, ich möchte mich erst aufs Spiel konzentrieren, bevor ich hier so ein dummes Zeug erzähle. Weil, ja, 15-2 ist ja jetzt auch kein Fallobst hier, was ich dann als Gegner bekommen werde, wenn man davon ausgeht, dass das Matchmaking einigermaßen funktioniert, was ja auch nicht immer der Fall ist. Aber größtenteils kann man schon davon ausgehen, dass man hier Spieler bekommt, die ähnliche Form haben, ähnliche Bilanz haben. Ja, okay. Ganz komischer Ball. Er spielt übrigens Rulle Base. Ist auch sehr interessant. Hat der Kanté erstmal jetzt kurz. Ganz schön. Er ist immer mit. Nach Ballverlust gefühlt 20 Spielern am Start. Er ist immer brutal aufgerückt. Und ich habe jetzt gerade zweimal sowas von hart verschissen, obwohl es mir aufgefallen ist, das irgendwie auch nur ansatzweise auszunutzen. Jetzt sieht es ganz gut aus, weil jetzt hat er eine richtige Unterzahl. So, Barnes. Das wäre wichtig gewesen, aber das ist halt auch der, ich glaube, das ist der Birthday Manolas. Ist auch kein Spieler, den man mal so bullien kann. So easy. So, stark. Da Costa übrigens. Ist gut. Ja. Komm, spiel mal, der kommt. Boah, wollte ich reinspielen. Das ist halt krass bei Mbappé. Seht ihr das? Das ist schon stark. Okay, ich muss mich in der Offensive. Da fehlt gerade die Präzision in den Aktionen. Das war gut. War wichtig, den einfach jetzt auch sicher wegzubekommen, bevor er von hinten stören kann. Schön. Okay, wir schauen mal, was er macht. Nehmen wir mal ab. Jetzt auf Mbappé. Und da ist man einfach kaum zu verteidigen. Und der jetzt im Abseits. Der war nicht im Abseits. Da muss ich echt sagen, das ist, gefällt mir bei Ballack nicht so gut. Ich finde, sein Abschluss fehlen die letzten Prozente, weil den kann er. Der ist. Ich denke mal, der wird in den Highlights drin sein. Dann wird man sehen, dass die Abweichung zwischen. Oh, lauf doch nicht dahin. Zwischen. Warte mal. Zwischen wo ich hingezielt habe und wo der Ball gelandet ist, riesig ist. Klar, das war sein Weak Foot, aber so eine kurze Distanz, sorry, aber der muss reinschießen. Und er hat ja auch eigentlich keine schlechten Abschlusswerte. Keine Ahnung, warum er den jetzt nicht reinschießen wollte. Ah, ganz komisch, ich habe ewig lang schon nach vorne und nach geradeaus gedrückt und passiert einfach nicht. Das ist ein ganz. Der Gegner hat schon ein bisschen Glück, finde ich, da jetzt gerade in ein paar Momenten gehabt. Ja, jetzt habe ich Glück.
Gut, ich habe noch ganz gut gestören können hier. Ah, das wird manchmal sind die Teuter da echt nicht nachvollziehbar unsicher. Ah, Spielerwechsel sind... Das Spiel ist gerade so hart random, was hier passiert. Du kannst da nicht hinterherlaufen, Freund. Du musst wechseln. Du kannst da nicht hinterherlaufen. Er muss da eigentlich wechseln und... Er wird da nicht schneller sein, wird niemals in der Lage sein, aufzuschließen. Ey, was ist denn los? Es spielt sich komplett scheiße. Also wirklich das zweite Mal, dass ich jetzt sage, warum macht er nicht noch diesen Schritt? Diesen einfach nochmal, ich drück wie verrückt in die eine Richtung und der Schritt wird einfach nicht gemacht. Der Schuss war übrigens krank dafür, dass die Ausrichtung nicht da war. Der hatte so einen Zug, der Schuss. Aber ich könnte schon so viel besser Pässe ausrichten, Schüsse ausrichten. Aber das lässt mich von der Verbindung einfach nicht. Keine Ahnung. Müsst ihr schon führen. Ich wollte da nicht so drauf. Das war wichtig. Kein Elfmeter. Hat er gut gemacht. Die Schuss war schon mal stark. Ich meine, der Gegner hat auch seine guten Momente, seine guten gefährlichen Situationen gehabt. Ich könnte ja auch schon zurückliegen. Komm, der... Ah, ich wollte ihn anders spielen, aber so ist vielleicht safer gewesen. Boah. Ihr müsst mir mal einer Sache helfen. Und zwar den Running Scoop Turn. Es ist ein Skill-Move, den ich bis jetzt eigentlich in FIFA 20 gar nicht so wirklich in meinem Spiel drin habe. Weil halt auch wirklich auch nur von 5-Sterne-Skill-Move-Spielern gemacht werden kann. Und ich habe davon noch nicht so viele im Sturm gespielt. Ich weiß, dass er von vielen gefeiert wird, der Running Scoop Turn. Und ihr könnt mir wirklich mal gerne Tipps geben, in welchen Situationen der besonders gut ist. Weil... Ich sehe ihn hin und wieder, wo ich sage, ah ja, okay, nice, da vom Gegner jetzt. Wo ich sage, ja, stimmt, ja. Aber ich habe irgendwie noch kein so wirklich gutes Gefühl für den Spot. Ja, also ich meine den, einfach so aus dem leichten Laufen, so ein Scoop-Turn, ja. Und es gibt Leute, die machen das sehr stark im 1 gegen 1 am 16er, im 16er. Ey, sag mal, also das Spiel will mich hier gerade schon echt verarschen. Es ist, warum kommt so ein Pass daraus? Es ist wirklich ohne Bedrängnis. Ich habe eine ganz klare Ausrichtung. Ich habe ganz klare Kontrolle über den Ball. Ich rufe den Spieler kurz und dann kommt so ein Kraut- und Rübenpass heraus. Und er macht aus der Drehung so einen Pass. Das ist wirklich... Das Passspiel kann wirklich gerne schwer sein in FIFA. Ne? Da habe ich kein Problem mit. Da bin ich der Letzte, der sich drüber beschwert. Aber nicht random schwer. Wo dann einfach gut ausgerichtete Pässe scheiße kommen und dafür dann so der kommt und der ist nicht drinne, weil der Ball nicht unter Kontrolle kommt. Ich hätte ihn vielleicht lupfen können, aber das der Lupfer in dieser Situation, der kann manchmal einfach World Class sein oder manchmal einfach komplette Scheiße. Elva. Sorry, aber wenn ich das Spiel verliere, dann, keine Ahnung, dann werde ich mich immer noch ärgern, dass ich ein bisschen zu wenig rausgeholt habe. Das wird eine Mischung sein, wo ich sage, 50% zu wenig aus den Situationen gemacht und zu anderen 50% sage ich, wenn das Spiel normal läuft, führe ich hier schon 2-0 und ich gewinne das Spiel deswegen. Finde es ein bisschen lächerlich, was wie einfach 3-4 Situationen alles irgendwie in dem Spiel gegen mich läuft. Ich wollte halt safe nicht auf ihn spielen. Und der wird nicht abgefangen, ne? Ja, der kriegt er nicht und jetzt ist der frei. Ja. Ich steuere den Torhüter auch noch natürlich in die Ecke. Gut, das reicht mir jetzt. Ich habe jetzt genug, ich werde jetzt probieren, nochmal zu tryharden, weil das sehe ich nicht. Ich sehe es nicht ein, so ein Spiel zu verlieren. Nur weil mich das Spiel hier ficken will. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
Nur weil ich das Spiel hier so auseinandernehmen möchte, dass ich dann irgendwie ein Spiel verliere. Sehe ich nicht ein, ne? Deswegen, wir werden das jetzt hier noch zumindest einen Ausgleich definitiv machen, um... Wenn das jetzt faul gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Ich sehe... Na Gott. Also... Ohne Spaß, wenn ich das Spiel verliere, ihr seid Zeugen. Ihr seid einfach Zeugen, dass es so ein... So, jetzt der ist drin. Ich wusste einfach, Finesse-Shot Trade bei Barnes am Start und dann no chance, dass er den hält. Einfach ruhig bleiben, ja? Wenn ihr merkt, es klappt einfach nichts, das hat nichts damit zu tun, ganz ehrlich, ich sag jetzt auch gerade, dass mich hier das Spiel hops nimmt und auseinander nimmt, aber nicht, weil das Momentum ist oder ähnliches, sondern nach meiner Einschätzung einfach unglückliche... Ey, sag mal, was... Kriegst du den Ball im Griff oder was ist das? Wenn ihr einfach nur den Ball vernünftig unter Kontrolle bekommt, kriegt das der Gegner halt niemals verteidigt. Hält er sogar drinne. Willst du mich trollen? Also wenn so ein Ball kommt, safe fängt den Torhüter bei mir ab. Gegner ist halt so offen. Shit. Gut. Absolut in Ordnung. So, ich wollte eigentlich sagen, ich finde schon, in dem Spiel läuft so viel gegen mich. Es hat aber nichts mit Momentum zu tun oder Scripting oder irgendwie sowas in die Richtung. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Sondern es ist einfach eine ungünstige Aneinanderkettung. Und das passiert einfach nur mal. Das ist einfach, wir haben hier ständig so kleine so Zufallsexperimente. Und es passiert einfach, dass eine ungünstige Aneinanderkettung passiert, wo es einfach verhäuft in eine Richtung geht. Und ich kann das einigermaßen für mich rationalisieren und erkennen, dass das passiert. Weil... Warte mal, ganz kurz. Ja... So, jetzt habe ich zum Beispiel Glück gehabt, ne? Das ist doch das perfekte Beispiel. Das Spiel hat mich jetzt nicht gezielt gerade die ganze Zeit irgendwie so gedowngraded, sondern es ist einfach nur verhäuft gerade in eine Richtung, nämlich in meinem Ungunsten gegangen. Und das passiert einfach durch Zufall. So ist Zufall definiert. Es wird immer wieder Häufungen in eine Richtung geben. Und irgendwann gleicht sich das aber aus. Das wird sich nicht in dem Spiel ausgleichen. Das wird sich vielleicht auch in den nächsten drei Spielen nicht ausgleichen. Aber auf lange Sicht gesehen wird sich das irgendwann ausgleichen. Und wie gesagt, es gibt dann einfach immer so ein gewisses Outcome-Spektrum, so ein Ergebnisspektrum, was es gibt. Ein gewisser Teil davon ist zu einem Ungunsten, also zum Nachteil von mir, und ein anderes ist zu meinem großen Vorteil. Und in dem Spiel war es halt verhäuft zu meinem Ungunsten, aber das bedeutet nicht, dass das vom Spiel passiert, sondern so ist einfach nur mal Zufall. Es wird zum Beispiel auch passieren, dass ihr mal in einem Casino seid und dann guckt ihr an den Roulette-Tisch und dann seht ihr, oh krass, 5-mal in Folge rot. Ja, das passiert. Das ist einfach so, ist nun mal einfach die Chancenverteilung. Und wenn ihr euch 100 Würfe anschaut oder 1000, ne, das ist dann wird man immer wieder solche Streaks haben. So feuchte Verhäufung oder einfach so ein Bereich, wo dann auf einmal bei 20 Würfen, wenn man die sich einfach nur isoliert betrachtet, da sind auf einmal 15 für Rot und nur 5 für Schwarz beispielsweise. Und das bedeutet ja nicht, dass da irgendwas gerickt ist oder gezinkt ist oder irgendwie was beeinflusst ist, sondern... Es passiert immer wieder bei solchen Zufallexperimenten, dass da eine Verschiebung stattfindet. Eins möchte ich aber auch noch mal ganz kurz sagen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es Momentum gibt. Kann irgendwann rauskommen. Übrigens, das ist jetzt hier die Situation, wo ich meine, ne, ich finde das, ich meine, es ist halt sehr ambitioniert von mir. Ich habe halt
Vertrauen da drin, und das sollte man ehrlich gesagt in FIFA 20 nicht haben, dass er sich aus der Abseitsposition rechtzeitig rausbewegt. Es hat hier gerade so mit Ach und Krach geklappt. Das ist nice. Und dann wird man jetzt hier sehen, dass es eine Riesenabweichung zwischen, wo der Ball hingehen soll. Man sieht das, der geht eigentlich genau ins Eck. Das ist auch nicht großartig gezielt von mir, da hilft mir einfach die Zielhilfe. Und jetzt schaut mal, wo der Ball hingeht. Achtung. Man sieht jetzt schon, wie groß die Abweichung wäre. Und guck mal, wo der Ball am Ende landen würde. Der würde quasi eigentlich auf das O von Coca-Cola gehen oder fast sogar auf das zweite C. Anstatt eigentlich hier auf das O von Zero Sugar. Sorry, kein Product Placement oder ähnliches. Die Abweichung ist einfach viel zu groß. Klar, es ist ein One-Touch, es ist ein Weak-Foot-Finish, aber den kann er auch reinschießen. Weil wenn ich ihn annehme, dann wird er den Torhüter in die kurze Ecke steuern und dann trotzdem wird der Schuss in die lange Ecke auch nicht reingehen. Das ist einfach so in FIFA. Ich hoffe, ich habe einigermaßen klar machen können, warum ich der Überzeugung bin, oder zumindest ich es nicht sage, dass das irgendwie an der Engine oder an einem Script liegt, dass jetzt auf einmal sowas gezielt in eine Richtung passiert, sondern dass das für mich noch im Einklang sein kann von einfach einer zufälligen Verteilung. Aber da kann jeder seine eigene Meinung haben. Ich habe nämlich, das ist der Grund, warum ich das mal gerade betont habe, ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Ich kann nur sagen, dass es für mich irgendwo damit zu erklären ist. Es bedeutet aber nicht, dass ich weiß, dass da nichts in die Richtung im Spiel drin ist. Ja, das will ich einfach auch nochmal betonen. Und damit würde ich das Video jetzt hier beenden. Ich gucke schon weiter nach Saint-Maximin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, dann bin ich auch noch mal wieder ein bisschen weiter frischer. Das ist wirklich gerade von Tag zu Tag eine stetige Verbesserung. Und ich konnte jetzt gar nicht weiter drüber reden, aber das werde ich dann vielleicht an anderen Stellen machen. Ich bin raus, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.